Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Julian Pollersbeck wechselte im Sommer 2017 vom 1. FC Kaiserslautern zum Hamburger SV. Urheberrecht Getty Images, 2. Februar 2019, Update vor 28 Minuten. Update Bielefeld, der Hamburger SV verliert nach einer enttäuschenden Leistung bei Arminia Bielefeld Punkte und Gotoku Sakai. Julian Pollersbeck sorgt für Irritationen. Herbstmeister Hamburger SV hat die erste Niederlage des Jahres kassiert. Die Hanseaten unterlagen nach einer frühen roten Karte gegen den Japaner Gotoku Sakai mit 0:2. Bei Arminia Bielefeld bleiben aber auch nach dem 20. Spieltag Tabellenführer. Service-Tabelle der 2. Bundesliga. Mit 8 Punkten Vorsprung auf Relegationsrang 16 haben sich die Bielefelder dagegen vorerst aus dem Abstiegskampf befreit. Es war der 2. Erfolg in Serie und der 1. Heimsieg nach 7 Spielen vor eigenem Publikum. Live-Ticker zum Nachlesen. HSV-Keeper Julian Pollersbeck überraschte hinterher bei Sky mit dieser verblüffenden Aussage: "Das ist eigentlich egal, da müssen wir jetzt mit leben." In 3 Tagen ist das nächste Spiel. Was da wohl sein Trainer Hannes Wolf dazu sagt. Anzeige, jetzt das neue Trikot von Arminia Bielefeld oder vom Hamburger SV holen, hier geht's zum Shop. Arminia übernimmt das Kommando vor 26.515 Zuschauern. Übernahm die Arminia in Überzahl früh das Kommando und ging nur wenige Minuten nach dem Platzverweis infolge einer Standardsituation durch Andreas Vogelsammer, 19. in Führung. Die Winterneuzugang Reinhold Jabo, 26. ausbaute, Sakai war zuvor nach einer Notbremse gegen Vogelsammer vom Platz gestellt worden, 12. Die Gäste fanden in Unterzahl kein Mittel gegen dominante Ostwestfalen. Auch bei Wolf: nach den kurzfristigen Ausfällen von Kapitän Aaron Hund, Muskelfaserriss, und Top-Torjäger Pierre-Michel Lasogga, muskuläre Probleme, improvisieren musste. Wolf brachte den 18-jährigen Joshua Gnoman auf der linken Seite, Bakary Jette ersetzte Lasogga in der Sturmspitze.